Herzen und so viele Smileys und so viele liebe zusprechende Worte bekommen. Und ich habe da auch viele meinem Team vorgelesen und habe auch gesagt, es ist unglaublich, wie viel Lob von euch wir bekommen haben. Und also danke. Und dieses Video heute, das wollte ich eigentlich mal machen, gedacht, ich zeige euch mal so ein paar Eindrücke von der Adventswoche, zeige euch auch einige Arbeiten, die wir jetzt für Kunden gemacht haben, auch meinen eigenen Adventskranz. Bin ja gefragt worden, ob ich den Gräserkranz für mich genommen habe. Nein, den hat jemand anders und ist glücklich darüber. Und ich zeige euch aber auch meinen eigenen. Und ich bin jetzt erstmal wieder morgens, der Wecker hat heute um 4:30 geklingelt. Ich bin noch ein bisschen müde fürs Video, bin noch ein bisschen blass um die Nase, aber es gehört leider auch zum Leben. Und ja, 4:30 aufgestanden, viele Sachen gesammelt und ich zeige euch auch mal, wie das in meinem Auto so ist, weil ich weiß nicht, ob jemand von euch auch Tetris spielt manchmal. Tetris ist dieses Spielchen, wo man so die Steinchen ineinander möglichst ohne Lücken fügen muss. Und ich fühle mich dann öfter so, als ob ich Tetris spielen würde im Auto, weil es ist hier alles pickepacke voll und es ist jede Lücke genützt und es ist echt der Wahnsinn. Unterwegs muss ich auch noch einen riesen Weihnachtsstern abliefern, den ich auch noch gerade schön dekoriert habe. Aber ich zeige euch jetzt mal ein Video, was in meinem Auto ist. Und dann geht es nachher in den Laden, weil da haben wir jetzt auch schon einige tolle Kundenarbeiten. Ich werde jeden Tag einfach mal mitfilmen, was wir so Schönes produzieren. Und dann bekommt ihr quasi nochmal so einen, ja, nicht Adventsausstellung, aber einfach nochmal Adventsarbeiten. So einen richtig schönen Eindruck von unseren anderen Arbeiten, die wir auch für unsere lieben Kunden machen. Auto passt tatsächlich zu dieser Woche, weil es geht schon im auf dem Beifahrersitz los. Da habe ich ganz viele so tolle Bäumchen. Ja, die sind für die Tische in einem Restaurant. Die werden wir noch schön dekorieren. Dann habe ich einen ganzen Eimer Eukalyptus. Ja, hier sieht man ganze Eimer. Hier sind noch Stecker für die Kerzen. Und weil es hinten nicht mehr reingepasst hat, habe ich hier noch Kugeln. Dann geht es hier weiter mit schönen weißen Weihnachtssternen, mit roten Weihnachtssternen. Die sind auf den vielen Kisten. Platzsparend habe ich hier noch meine Strohrömer verstaut. Dann zeige ich mal von hinten. Hier ist noch eine Kiste Salal. Das ist dieses schöne Grün, was um die Sträuße rumkommt. Einen goldenen Teller wollte ich noch mal haben. Eine tolle Amaryllis namens Herkules. Da habe ich natürlich eine ganze Kiste genommen. Also so gepackt kommen die. Bekommen wir die im Großmarkt. Schöne Arrangements. Und die werden wir auch weihnachtlich dekorieren. Tolle 8-Stunden-Teelichter. Dann habe ich noch mal diese schönen grauen Rustik-Stabkerzen. Und ich glaube, den Rest muss ich jetzt noch mal von vorne zeigen. Da sind richtig tolle, üppige Christrosen. Das ist jeweils, also das ist hier eine Pflanze, ja. Und eine wunderschöne, die ist jetzt hier unten gepackt, eine tolle Bergkiefer, die auch ein bisschen dicker und ergiebiger ist als Seidenkiefer. Und zu guter Letzt bringe ich gleich nochmal einen Weihnachtsstern weg. Den habe ich noch hübsch dekoriert mit Schleife, mit Zapfen, mit Kugel. Und der ist also riesig, weil wenn man sieht vom Auto, das ist ein richtig großes Teil. Und da überlege ich mir jetzt gleich mal, wie ich den am besten ins Auto packe, weil hier ist nämlich Full House. Aber ich kriege das schon hin. Angekommen im Laden führe ich euch jetzt durch die Welt der vielen, vielen schönen Arbeiten, die wir in dieser Woche anfertigen. Hier haben wir nochmal eine ganz spezielle Arbeit. Das ist ein frisch gestecktes, längliches Gesteck in Schwarz-Weiß. Schön stylisch mit schwarzen und weißen Bäumchen. Und es ist natürlich nicht nur mit 3 Kerzen. Hier kommt die 4. dazu, klar. Und mit Calocephalus und schwarzen Kugeln. Mega, mit diesen gebleichten Zapfen. Unsere lieben Kunden bringen uns verschiedene Gefäße. Man sieht hier zum einen einen Weidenring, den wir frisch ausstecken, und zum anderen ist das ein gewickelter Kranz, den wir mit Kerzen bestücken. Man sieht hier, wie die Kollegin die Kerzen andrahtet und wie die dann in den Kranz, gerade gerichtet natürlich, wichtig, und wie die Kerzen dann auf den Kranz eingefügt werden.
So, muss man natürlich festdrücken, klar. Und muss alles regelmäßig sein. Und auf der anderen Seite werden hier die Kerzen für die Frischsteckmasse mit diesen Steckern versehen, damit die auf der Frischsteckmasse toll aussehen. Dieser Kranz wird jetzt dann im Anschluss frisch ausgesteckt mit Grün. So, hier sieht man auch mit Heißkleber, wie die Stecker auf der Kerze befestigt werden. Das Ganze muss natürlich erstmal abkühlen. Und Kerzen schön auf ein Handtuch stellen, um die Kerzen zu schonen, damit die nicht kaputt gehen. Der Kranz ist jetzt mit Folie ausgelegt. Die Folie geht im Kreis rum und man sieht auch innen, die Fläche ist, die muss dann natürlich noch aufgeschnitten werden. Und wir fangen immer an, indem wir die Kerzen platzieren und dann erst das Grün stecken. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man die Platzhalter für die Kerzen hat. Das Stecken von diesem Kranz, das zeige ich euch jetzt im Zeitraffer-Modus. Kommt mal mit in unsere Schatzkammer. Das ist jetzt hier mitten in der Küche, wo dann die ganzen reservierten Sachen sind. Und neben diesem Eukalyptus, ist ja total im Trend, das ist jetzt die ganze Eimer Eukalyptus. Und es gibt nicht nur diese schöne, beerige Sorte, sondern es gibt auch nochmal, das wollte ich euch auch nochmal gezeigt haben, es gibt nochmal eine andere Eukalyptus-Sorte, die fühlt sich fast an wie gewachst. Ja. Und die brauchen wir auch, um Kränze zu wickeln. Das sind dann wirklich Spezialanfertigungen. Und ich habe hier auch in der Küche zwei Spezialanfertigungen. Das eine, ich fange mal mit dem da hinten an. Das eine ist im Korb, hier so viel Grünzeug, hier muss man gucken, dass man das sieht. So, es ist ein Hängekranz, das ist richtig toll. Da haben wir diesen Birkenstamm rein zementiert in den Eimer. Und der ist auch in einem schönen, großen, festen Korb. Und das ist jetzt so ein richtig schöner, herrschaftlicher Hängekranz. Nobilis natürlich rund gewickelt, ja, damit man auch von allen Seiten schönes Grün. Und die Schleifen verdecken die Drähte, ja, so wie der gehängt ist. Der ist auch wunderbar austariert. Dieser Kranz wird jetzt nachher gleich abgeholt und das Ganze in Cremegold mit Sternchen, ganz dezent dekoriert, paar Kugeln und besticht natürlich mit seiner Natur. Und den Korb, jetzt schwenke ich den Kranz mal ein bisschen weg, den Korb haben wir einfach mit Moos abgedeckt, mit Zapfen, Zitrusscheiben, einfach die Deko von oben wiederholt. Das Thema Hängekranz, also die warten jetzt, wie gesagt, alle beide auf ihr Zuhause. Das Thema Hängekranz, hier haben wir auch Ersatzkerzen, zwei Stück für den Kunden noch gedrahtet. Das heißt also, wenn die jetzt alle sind, dann braucht man einfach nur eine neue Kerze drauf machen. Das ist natürlich super praktisch. Und Hängekranz gibt es nicht nur in Weiß, gibt es auch in Bordeaux, in Altrot. Das ist jetzt nämlich meiner. Und den habe ich auch mit ein bisschen Eukalyptus und mit diesen kleinen dunkelroten Kerzen und mit diesen eleganten Schleifen. Und was ich dann schön fand, ist, damit ein paar helle Elemente drin sind, ist die Mistel auch noch drin. Ja, soll ja Glück bringen. Glück können wir immer gebrauchen. Und das Ganze ist jetzt an einem, ja, das ist ein Fuß von so einem hohen Kerzenleuchter, den wir da genommen haben. Noch als schöner Abschluss eine Kugel drauf. Das ist jetzt auch eine spezielle Arbeit und ich hatte noch nie einen Hängekranz, aber dieses Jahr gönne ich mir den. Und ich denke, wir zeigen euch noch ein paar Werke dann aus dem Keller, aber es gibt noch schöne Spezialitäten von uns.
auch auf jeden Fall noch zeigen. Es ist ein üppiger Türkranz, üppig dekoriert mit ganz langen, großen Strobuszapfen, mit großen Kugeln. Der kommt an eine Apotheke und es soll ja auch von der Straße eine tolle Deko gesehen werden. Man sieht ja auch, wie groß diese Zapfen sind und der Kranz ist auch so üppig, weil der ist nicht nur vorne grün, sondern auch hinten grün. Der ist also richtig puschelig dick und wird diese Türe schmücken. Und weil es eine Glastür ist, haben wir den natürlich rund gewickelt gemacht. Rund gewickelt heißt, dass der von vorne und von hinten mit Nordmanngrün bestückt ist. Und auch hier wieder diese Spielerei mit der Korkenzieher-Haselnuss, Calocephalus, Euphorbia spinosa. Also es sind immer viele natürliche Spielereien auch zu den festlichen Kugeln dann mit drin. Hier ist jetzt noch ein ganz besonderes Exemplar. Das ist ein Kranz, der hat einen Unterbau, wie ich in dem Steineichekranz gezeigt habe im Video, und zwar diese schönen Reben. Und den Kranz habe ich jetzt auf einen goldenen Teller gesetzt, eigentlich wie den Gräserkranz. Aber wir haben diesen Kranz jetzt auf den, ja, diesen Rebenkranz auf den Goldteller gesetzt. Das sieht jetzt super edel aus. Haben wir mit einer Lichterkette umwickelt. Und das Schöne daran ist, dass der Kranz dadurch natürlich nicht so tief auf dem Teller aufsitzt und eine wunderbare Eleganz mit der Höhe hat. Und die Lichterkette lässt ihn dann natürlich auch zu jeder Tageszeit erstrahlen und besonders abends wird er dann super edel. Die größten Arbeiten werden hier draußen gemacht und da sind die langen Schleifen, an denen unser größter Adventskranz aufgehängt wird. Man sieht die Relation von den Händen zum Kranz, und damit wir den gerade hängen können, haben wir zwei Böcke mitgebracht und dann wird der Kranz auf die Böcke gestellt und dann kann mit Spanndrähten, ja, da braucht man jetzt also wirklich einen festen Draht, nicht nur so einen Wickeldraht, sondern einen Spanndraht, weil sonst ist das in der Tat zu viel Gewicht. Und dann wird mit Spanndrähten dieser Kranz aufgehängt und dann verdecken die Bänder am Schluss die Spanndrähte. Das Ergebnis zeige ich euch gleich. Das dauert jetzt nämlich ein bisschen, bis man den austariert. So, und neben den vielen Arbeiten im Hof sind hier natürlich noch viele Kränze an unserer Kellertreppe reserviert, die sich unter den Zweigen verbergen. Auch ganz tolle rundgewickelte Kränze, ja, so ein richtig schönes buschiges Material. Und hier sieht man auch, rundgewickelt ist ja, dass sowohl die Vorder- als auch die Rückseite gewickelt sind. Ja. Und ich nehme euch mal mit in den Keller, nicht weiter sagen. Und hier gibt es noch viele schöne Arbeiten, die hier auf ihre Empfänger warten. Das ist ein prächtiger halbgewickelter Kranz mit champagnerfarbenen Kerzen in festlichem Glanz. Und hier finde ich besonders schön auch wieder diese Farbharmonie mit dem Champagner, den Orangenscheiben und die Flechtenzweige, wo sich dann wieder dieser warme Farbton widerspiegelt. Und eine andere Dame hat uns ihr goldenes Schälchen, sieht man gar nicht mehr so viel davon, hier unten ihr goldenes Schälchen gebracht. Und dass wir frisch ausgesteckt haben, eine Folie rein und dann kommt die Kerze drauf. Und hier hinten, oh, da gibt es noch richtig viel zu sehen. Da haben wir natürlich hier zwischen Papierrollen unser tolles schwarz-weißes längliches Gesteck. Das habe ich euch schon die Tage gezeigt. Dann haben wir einen Nordmannkranz. Ich habe alle Kundenaufträge natürlich die Namen weggedreht, weil Namen haben im Video nichts zu suchen. Ziemlich puristisch. Der ist auch relativ groß. Man sieht es auch an meiner Hand. Ja, der ist relativ groß. Der hat einen 50er Außendurchmesser. Und der ist hier ganz puristisch dekoriert. Nur Kerzen, Sternchen. Und dieses schöne getrocknete Canella. Ja, das sind so schöne Beeren. Man sieht, die sind wie geschuppt. Dann ist auch noch einmal etwas größer mit Kerzen in Altrot. Auch noch mal den haben wir handgewickelt, ein Nordmannkranz.
richtig schön buschig gewickelt. Dann gibt es hier eine Dame, die möchte gerne, die hat einen ganz langen Tisch. Ich mache das mal hier so ein bisschen rüber. Und die möchte gerne ein längliches Gesteck. Das ist jetzt richtig lang. Und damit man das überhaupt transportieren kann, haben wir das einfach in zwei Stücken gemacht. So, hier sieht man, zack. Da kann man es eigentlich dann auseinandernehmen und transportieren. Und damit sie ihre Kerzen drauf machen kann, haben die schon diese Pinholder für die Frischsteckmasse. Und die Dame braucht es dann nur noch reinstecken und kann dann ihre Deko dranlegen. Dann gibt es wieder andere. Die haben uns ihren Sempervivum-Kranz von letztem Jahr gebracht. Das ist so ein Thema, das können wir gerne in den Videos für nächstes Jahr mal aufnehmen. Für dieses Jahr ist es jetzt, ja, bin ich damit auch durch. Und es ist ja auch jeder am Adventskranz schon am Arbeiten. Dann ein schöner, klassischer, natürlicher Adventskranz. Nur mit Naturmaterialien, Nüssen, Zapfen, roten Kerzen. Ganz natürlich gemacht. Ein längliches, frisch gestecktes Gesteck in Sea Blue, also Türkis. Ist natürlich Kundenwunsch. Was ganz besonders schön ist als Element, sind zum Beispiel diese Anissternchen auf Zimtstange. Sind richtig toll und auch hier wieder die Flechtenzweige, die wieder für diesen natürlichen Anblick sorgen. Und es wartet natürlich noch viel auf uns. Wir bekommen hier die Zapfenkränze von Kunden gebracht, die wir aufarbeiten. Hier ist auch noch einer drin. Es gibt auch Rindenkränze, die wieder zurückkommen. Die sind alle noch undekoriert. Dann hat uns eine Dame, erinnert ihr euch an dieses schöne, auf dem silbernen Fuß, an dieses schöne Gesteck mit den weißen Kerzen? Und da hat eine Dame gesagt, also die Optik von dem Gesteck, die gefällt ihr total gut. Und sie hat so eine schöne Kupferschale zu Hause. Und da hatte ich natürlich auch passend dazu die Kerzen in diesem schönen Kupferton. Und damit sich das in der Deko widerspiegelt, haben wir rote Kornuszweige genommen. Ja, und haben auch eigentlich orangene Kugeln und kupferfarbene Sterne. Und das Ganze kombiniert mit natürlichen Zapfen ist eine wunderschöne Farbharmonie. Und ich finde, es passt jetzt perfekt zu der Schale. So, hier warten noch Kundenarbeiten auf ihre Deko. Und hier hat ein Kunde den Rindenkranz wiedergebracht. Den bringt er nächstes Jahr, jedes Jahr wieder. Und da haben wir auch Muschelzypresse und diese schöne frische Zypresse, also man sieht, was ein bisschen grün ausmacht. Ein paar Ersatzkerzen hat er dazu gewollt. Hier haben wir für eine Kundin auch einen klassischen Adventskranz. Rote Kerzen, schön buschig gewickelt, natürlich dekoriert, nur wenige kleine Kugeln. Und das ist eine Unterlage von der Kundin mit so, ja, so aus so Holzstücken, Reben. Und die ist eigentlich, die Kerzen sind nur auf Kerzentellern draufgestellt. Sieht man die Kerzenteller? Hier sieht man sie, ja. Und auch mit wenig Natur, ein paar Kugeln. Und als spielerisches Element sind hier keine Flechtenzweige, sondern hier haben wir die Korkenzieherhaselnuss. Ja, all diese Zweige. Also irgendwelche Spielereien machen wir immer rein, die diese Natürlichkeit, ja, für diese Natürlichkeit sorgen. Ja, das war der kleine Rundgang in den Keller. Und ich denke, das ist hier der Knaller. Also das würde ich mir, wenn ich so einen großen Tisch hätte, das würde ich mir auch draufstellen. Kann es vielleicht erahnen, unser Prunkstück, ich muss mich gerade mal bücken, weil man sieht, hier sind die Holzböcke, unser Prunkstück, und der wird gehängt. Das ist jetzt also der größte Kranz, den wir haben, mit 1 Meter Durchmesser. Da haben wir schöne Magnolienzweige drauf gemacht. Da sind Zapfen drin. Das sind also auch große Zapfen. Ja, die sind, haben also richtig, richtig Volumen. Und das ist so ein toller Kranz. Der wird gehängt. Und da haben wir hier die Schleife. Ah, ich kann das jetzt gar nicht alles hochnehmen. Nee, aber ich wollte euch das trotzdem nicht verheimlichen, weil das so irre ist und weil das so ein tolles Werkstück ist. Der wird aufgehängt in einem ganz tollen Haus. Ich drehe mal wieder eine Runde durch den Keller und es sind wieder im Laufe des Tages wieder wunderschöne, üppige Arbeiten dazugekommen. Das ist ein frisch gesteckter Adventskranz und es ist zwar jetzt hier zwischen unserem ganzen Grümpel nicht so ganz zu erkennen, aber er läuft so schön nach vorne unten ab auf dem Gestell von der Kundin. Hier haben wir einen Rindenkranz gebracht bekommen
Das ist aus Birkenrinde, ein Rindenkranz. Wäre auch mal ein schönes Videothema für nächstes Jahr. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch das interessiert. Und die Dame, die wollte den gerne in rosa-pink gemacht bekommen. Hier haben wir Dauersträuße. Dauersträuße nennen wir weihnachtliche Sträuße. Und die sind also so richtig festlich. Und die sind auch, Moment, ich mach's gerade mal an, mit Lichterkette. Tara. Also es sieht sehr, sehr schön aus, wenn man die Lichterkette dann anmacht. Und was hier ganz besonders ist, ist dieses tolle Grün von der Muschelzypresse. Das ist sehr, sehr edel und sehr wertvoll. Das gleiche haben wir hier auch, ein Dauerstrauß in Orange-Gold, auch mit Lichterkette, der dann eben auch so mit den Kugeln und mit den Orangenscheiben und mit diesen schönen goldenen Sternchen ganz besonders leuchtet. Und dann haben wir noch eine sehr feine Arbeit dazu bekommen. Das ist ein Kranz mit ganz dicken Kerzen. Man sieht es an meiner Hand. Die sind 10 mal 10 cm, festlich dekoriert mit Schleifen an den Kerzen. Die Dame wollte das gar nicht, das ist Kundenwunsch. Ja, und dieser Kranz hat also einen Außendurchmesser von, sorry, mein Finger, von 50 cm und mit schönen Leichenzweigen darauf. So, bevor wir euch die letzten Werkstücke noch oben zeigen, muss ich euch doch mal zwei ganz spezielle Sachen noch zeigen. Die Kundin, die hat hier diesen tollen Kranz, den hat sie immer auf so einem Tablett. Und dieser Kranz ist hier so mit Zapfen bestückt unten. Das heißt, sie hat ein wunderschönes Höhenprofil. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben einen frisch gewickelten Kranz genommen, haben den umgedreht und haben den hier draufgelegt und haben die ganze Deko von unserer Kundin, haben die verwendet. Und ich drehe das Ganze auch mal, weil hier ist natürlich so wunderbar erhaben, der hübsche Hirsch, der natürlich nach außen gucken muss, selbstverständlich. Der will auch eine Aussicht haben. Ja, das ist schon auch was ganz Besonderes. Und dann ist hier noch im Eukalyptus-Trend bei den vielen Hochzeiten auch eine ganz besondere Kranz. Man sieht auch jetzt, dadurch, dass man mich dabei sieht, dann sieht man auch mal, wie groß der ist, ja, wie üppig. Und die Kundin wollte den extra so schön ausgefranst mit diesen schönen Eukalyptus-Fruchtständen. Das ist also wirklich ein ganz besonderes Stück und der braucht auch einen ganz speziellen Platz. Und oben zeige ich euch jetzt nochmal zwei besondere Sachen. Und sonst ist auch vieles abgeholt. Der große Kranz ist runter von den Böcken. Der ist schon unterwegs zu unserem Kunden, wird dann aufgehängt. Aber oben gibt es noch mal den Schlusssport. Letzt wollte ich euch noch zwei ganz besondere Werkstücke zeigen. So, einmal habe ich im Keller ja schon mal, aber ich musste das noch mal in der Kulisse hier im Laden ist es natürlich noch viel schöner. Dieser wunderbare Kranz mit einem gewickelten Kranz mit Reben, mit Weide und mit diesen vergoldeten kleinen Hagebutten, der so herrschaftlich in herrschaftlichen Glanz erstrahlt. Wahnsinn. Also den würde ich mir auch hinstellen. Und dann gibt es hier noch was ganz Besonderes. Das ist Holz, das ist schwarz. Ja, ich weiß gar nicht, ob das gesprüht oder lackiert ist. Die Kundin hat uns diesen Unterbau gebracht und wir haben ganz edle Kerzen in weiß, metallic drauf gemacht. Und hier ist natürlich auch wieder die Besonderheit, Terra. Auch er erstrahlt im Glanz mit unserer schönen Lichterkette mit Schnur, die natürlich, selbst wenn die Kerzen nicht an sind, einen Wow-Effekt bringen auf diesen Kranz. Und hier ist nochmal auch so eine wunderschöne Kleinigkeit. Das ist jetzt ein ganz toller Weihnachtsstern. Die Kundin wollte gern einen weißen, üppigen Weihnachtsstern. Voilà, hier ist er. Machen wir natürlich. Ja, das wollte ich euch noch gezeigt haben. Schön, dass ihr bei dem Video dabei wart. Nach der Adventsausstellung ist vor dem ersten Advent. Und das war mal so ein Eindruck, was hier los ist in der Woche bis zum ersten Advent und bis alle ihre Sachen auf dem Tisch haben. Und wir freuen uns dann, legen dann auch die Beine hoch. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss und bis zum nächsten Video.